Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Enderal. Wir sind hier eigentlich immer noch im Kampf mit dem Vater oder gegen den Vater. So, ich will mich hier jetzt verstecken und auf ihn ein bisschen ballern. Er ist wieder da oben. Wo sind die Illusionen? Da sind beide. Die aber nichts tun, außer rumzustehen. Nein, nicht da. Okay, die sehen mich nicht. Die sind wirklich blind. Da war daneben. Aber ich denke, auf diese Art kann ich mein Leben schön oben halten und nur Pfeile verschwenden. Wo ist der andere da? Ach komm. Der muss mal auch ins Leere. So, der schon mal hinüber. Was mit dem? Das sind immer Tarnillusionen. Keine Illusion von mir selber. So. Da ist der Vater. Parallel, du bist jetzt im Weg. Was war das denn jetzt? Der kann Drachen schreien? Und wieder seine Illusion. Ist das immer irgendwie, man hat eine bestimmte Zeit dafür? Ach, hier ist einer. Machen wir den. Ah, jetzt. Der sieht mich. Okay. Okay, jetzt sind beide auf Tarail fokussiert. Auch wenn das auch Tarails sind. Ja, gut, kümmern wir uns mal um den da. So, was ist mit dem Tarail? Alter, was ist mit meinem Aim los? Okay, der ist hinüber. Wo ist der andere? Okay, jetzt geht's um den Vater, der wieder irgendwohin rennt. Ach, weißt du was? Wo ist er? Ist ja auch nicht umsonst Bruder Zorn. Ach komm. So. Komm schon. Ich verschwende aber auch viele Pfeile jetzt.
So, den sind wir los. Ich glaube, den treffe ich. Doch. Okay, das war mega. Okay, gleich haben wir ihn. Der rennt aber auch viel zu viel. Interessant. Interessant, ja. Okay, diesmal nur in 5 Minuten geschafft. Kann ich ihn looten? Ein stromschlagähnliches Gefühl durchfährt eure Hand, als ihr den Körper berührt. Ihr schreckt zurück. Wo ist Tarail hin? Es wackelt aber auch extrem viel jetzt gerade. Hier brennt es, aber... Wie lange brennt es noch? Okay, ich bin in eine Rune getreten. Vielleicht muss ich eben eine Cremeporte essen. Ich glaube, da komme ich jetzt nicht weiter, oder? Vielleicht einmal kurz speichern. Ich weiß jetzt nicht, wie gesund es ist, hier jetzt durchzugehen. Ja, gut. Ist da auch Feuer? Hier ist auch Feuer. Wo muss ich lang? Was muss ich machen? Muss ich da durch? Da ist Tarail. Nein. Was habe ich getan? Ich... Nein. Du enttäuscht mich, Tarail. Zorn war schon immer deine größte Schwäche. Jetzt sieh, was du angerichtet hast. Aber er... Da ist er. Glaubst du wirklich, 4 Jahrhunderte hätten mich nichts gelehrt? Was geschieht jetzt? Sind wir vollzählig? Ja, Vater. Gut. Ralaim, die Zeit ist gekommen. Die Freiheit erwartet uns. Und ihr seid euch sicher, dass ihr sie leben lassen wollt? Ja. Diese Welt ist Strafe genug. Gehen wir! Also hätte ich nichts ändern können oder wie jetzt? Tarail finden. Ist er denn da oben? Da ist hier, da sind welche. Sie sind fort. Wo zum Henker ist der Raum der Gemälde?
fort. Als sie das Tor durchschritten haben, war noch da. Ich habe es genau gesehen. Jetzt ist er weg. Zusammen mit den anderen. Das ist unmöglich. Der Raum kann sich doch nicht einfach in Luft aufgelöst haben. Tja, scheinbar doch. Alles umsonst. Alles umsonst. Ich verstehe das nicht. Was hat das zu bedeuten? Ist die Trennung gelungen? Woher soll ich es wissen? Vielleicht ja, vielleicht hat der Tempel sie gefressen. Wir werden es nie erfahren. Wie geht es euch? Wie es mir geht? Lasst mich nachdenken. Der Vater hat sein Ziel erreicht und die Trennung vollzogen. Ich habe erfahren, dass ich eine Schöpfung des Vaters bin. Eine tote Seele in einem Körper aus falschem Fleisch. Und ich habe meinen Bruder getötet. Leto. Ich habe ihn getötet. Vielleicht war er... eure Absichten waren richtig. Der Vater war nicht der, für den ihr ihn gehalten habt. Aber er war dennoch böse. Dieser Mann war nicht der Leto, an den ihr euch erinnert. Das wisst ihr, oder? Ja, das weiß ich. Eure Absichten waren richtig. Der Vater war nicht der, für den ihr gehalten habt. Aber er war dennoch böse. Ich weiß. Die Kinder, sie waren ihm vollkommen egal. Hätte es keine von ihnen gegeben, die ohnehin schon im Sterben lagen, hätte er sich einfach gesunde besorgt. Und selbst wenn nicht, das, was er getan hat. Niemand sollte so etwas tun dürfen. Niemand. Er hat Gott gespielt. Und alles nur für diesen grotesken Traum meiner Trennung. Und schaut euch an, was er Leto angetan hat. Der einzige Mensch, den ich jemals geliebt habe. Er hat ihn in ein Stück lebendes Fleisch verwandelt. In eine Puppe. Manchmal ist der Tod besser als das Leben. Dann wäre es euch lieber gewesen, wenn er euch hätte sterben lassen? Ich weiß es nicht. Vielleicht. Aber wisst ihr, womit er recht hatte? Mir ging es nie um die Kinder, um Gerechtigkeit. Nicht einmal um Leto. Mir ging es immer nur darum, irgendetwas zu haben, mit dem ich dieses schwarze Loch in mir füllen konnte. Diesen tiefen, hässlichen Hass. Ich sag mal nichts. All die Dinge, die ich getan habe. Alles, was ich bereit war zu opfern. Ich bin kein Stück besser als er. Kein Stück. Wie auch immer, was ist mit meiner ich spreche jetzt mit ihm um meine Bezahlung. Es ist nie zu spät für Sühne. Es tut mir leid. Mir auch. Hier, in meinem Versteck ist eine alte Truhe. Daran findet ihr alles von Wert, was ich besitze. Ihr könnt es haben. Ich brauche es nicht mehr. Es tut mir leid. Tarail? Alles. Verzeih mir. Nein! Wer ist das? Bruder Trauer, das ist Leto. Ansprechen. Abbitte. Teleport nach Unterstadt Barackenplatz. Alter, ich bin gerade richtig. Kann ich da runter? Ich speichere mal.
Ich kann hier nicht runter. Jetzt stecke ich hier fest. Ich kann nicht hinterher. Er hat sich einfach das Leben genommen. Alter, ist das bitter. Vor allem der ganze Plan war umsonst. Hätten wir nichts tun können, damit die das... um das irgendwie abzuhalten? Ektoplasma? Kann ich nicht durchsuchen. Erstmal Dünheim aufsuchen. Ich bin wirklich etwas sprachlos. Wenn wir uns gegen Tarael gestellt hätten, wie wäre es angegangen? Oder hätten wir irgendwas wirklich machen können, damit Tarails Plan doch aufgeht? Existiert die Ralata noch dann in der Unterstadt? Gibt's die noch? Okay, das kann ich nicht lesen. Könnte ich da durch? Nein. Ich kann nur das hier. Tempel untere Ebenen. Wo ist denn der Ausgang? Bin ich blind oder wo ist der Ausgang? Wo ist der Ausgang? Jetzt ernsthaft. Das geht nur in die unteren Ebenen. Der Brief liegt hier. Es gibt hier keinen Ausgang, kann das sein? Es gab nur einen Eingang, der jetzt den es jetzt nicht mehr gibt. Heißt das, ich habe jetzt nur noch die Teleportrolle zu nutzen oder wie? Anders komme ich jetzt. Nein, das wollte ich nicht. Komm, nutze ich das hier. Okay, ich bin hier gelandet. Wieder bei der Tänzerin. Das ist doch alles doof. Ihr seid Abenteurer, oder? Persönlich. Ich war mal auf Melee. Diese Erstarrten wohnen dort. Das hat mir mein Papa erzählt. Altes Wasserwerk? Jetzt frag mich wirklich, Man sagt, die Ralata heuert gerade seltener an. Jeder mit auch nur einem Funkenanstand sollte da. Ich glaube, die gibt's hier nicht mehr, die Ralata.
Ich find's gerade schade, dass Tarael nicht mehr existiert. Er sich einfach das Leben genommen hat. Madame. Weg! Weg mit euch! Ihr verjagt ihn doch! Was? Geht Ach, weiter. Die gibt's immer noch. Tealoa Aranteal ist zurückgekehrt. Die gibt's immer noch. Schade. Na sowas, dass ich euch nochmal zu Gesicht bekomme. Tut mir leid wegen dem Kampf vorhin. Diese Laterne hat mir... Ich will es nicht wissen. Wenn die Ralata handelt, stellt man keine Fragen. Das ist die erste Regel, die man sich hier in der Unterstadt in den Kopf prügeln sollte. Also, ist in Ordnung. Das Publikum war etwas enttäuscht, aber streng genommen habt ihr gewonnen. Und wie viel verbleiben wir? Wann kann ich wieder kämpfen? Wie wäre es mit gar nicht mehr? Was? Warum? Warum? Weil kein Grubenkämpfer und sei er noch so mit Glimmerkappenstaub zugedröhnt gegen einen Freund der Ralata kämpfen wird. Wenn er verliert, ist er tot. Und wenn er gewinnt, ebenfalls. Weil die Stimmen des Vaters ihn holen kommen. Aber der Vater... Und jetzt schaut nicht so. Ihr habt in kurzer Zeit eine Menge Geld gemacht. Vielleicht kommt ihr in ein paar Monaten wieder, wenn Gras über die Sache gewachsen ist. Aber bis dahin, vergesst es. Aber... Hallo. Kinal? Aber die... Ralata Sarash, Schwester. Kann ich gerade... Madame, ihr seht aus, als habt ihr ein gutes Herz. Bitte, einen Obolus. Hä? Kampf im Schlagloch für die Freiheit der Unterstadt. Aber die gibt's ja immer noch. Ich dachte, die wären jetzt alle weg. Er war ein guter Mann. Wer war ein guter Mann? Tealoa Aranteal ist zurückgekehrt. Ach, halt die Klappe damit. Hoffen wir, dass er wie die Trochessa weiß, wo seine Machtgebiete sind und wo nicht. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal Tarails Versteck an. Ich finde das so schade, war dass die er sich... schon im Schlagloch? Ein Haufen Idioten, die sich gegenseitig für ein paar Groschen die Zähne einschlagen. Madame. Fleischmagenkranken rauben mir noch den letzten Nerv. Hier, glaube ich, müssen wir lang, oder? War das hier richtig? Hauptkaverne, ja. Hallo. Hallo. Ich habe solchen Hunger. So, hier Schuppen, das war Tarails Versteck. Bebänderter Kyras, Diebeshandschuhe, Feinleder, 643 Gold, Silberbecher, Silberketten, verblichener Foliant. Warte, was macht der verblichene Foliant? Verblichene Seite? Hä? Ist das hier? Nee. Hier. Talent erlernt entfesselte Wut. Entfesselte Wut? Und nochmal entfesselte Wut.
das Schattenbild. Ich würde eigentlich gerne nach dahin gehen und alles. Wir wissen, wie es da ist. Okay, aber dann gehen wir mal Richtung Dünenheim zuerst mal. Ich wünschte, wir hätten irgendwas machen können, damit er weiterhin am Leben bleibt. Und dass wir ihm helfen können, seine Trauer, seine Wut, sein Zorn hier, Madame? Daran zu arbeiten oder so. Ich wünschte, wir hätten da irgendwas machen können. Schreitet wohl! Ich fühle mich da richtig schlecht gerade, wirklich. Hm? Madame? Alles, was ich jetzt irgendwie hoffe, ist, dass der Vater irgendwie mit seinem Ding gescheitert ist. Ihr seht doch aus, als könntet ihr einen ordentlichen Leib unvergleichlich duftendes, frisches Brot gebrauchen. Entschuldigt die Frage, aber habt ihr einen Sitzen? Auch im Sitzen schmeckt unser frisches, duftendes Brot unvergleichlich. Eine wahre Wonne für jung und alt, für groß und klein. Überzeugt euch selbst. Ich mag Marita, wirklich. So, Brezeln, kaufen wir wieder alles, was die hat. Cremetorte, Dackelkuchen und Krustenbrot. Und das Krustenbrot. So, das müsste reichen. Hat die jetzt gut Geld Brot an uns verdient? Brot kostet jetzt unser unvergleichlich duftendes, frisches Brot. Hm? Mal fast zum Gruß. Dass jetzt aber auch keine Musik kommt, das ist auch irgendwie komisch. Okay, dann wollen wir Dünenheim, hä? Nicht, Dings. Hierhin müssen wir. Nehmen wir den langen Weg? Ich glaube ja. Mal fast zum Gruß. Hm? Warte mal, ist das mein Eselchen? Ja, das ist mein Eselchen. Aber wir... Komm, wir reiten. Wir sind schon ewig nicht mehr auf Eselchen geritten. Ein Kräuterelixier für die Haare. Aber wieso läuft jetzt gerade keine Musik? Aber echt jetzt, die Geschichte da mit der Ralata, die hat mich doch schon stark mitgenommen. Also, was Storytelling angeht und so weiter, die Macher von Enderal, hier Shure AI, die haben da auf jeden Fall was Krasses gemacht. Bis jetzt gefühlt jede Story, die ich jetzt mitgemacht habe, die ich gespielt habe, die hat mich schon wirklich nicht nur überrascht, sondern auch wirklich sprachlos gemacht, dass ich wirklich manchmal gar nicht weiß, was ich sagen soll oder kann. Von die Questlinie der Goldenen Sichel haben wir auch noch nicht beendet. Die müssen wir noch zu Ende machen. Die Hauptstory, die über...
Nein, ich bin sofort wieder da. So, und da bin ich wieder. Jetzt gibt's auch wieder Musik. Ich weiß nicht, was genau gewesen ist, warum es abgeschmiert ist. Das hat mich aber auch, wie vorhin erwähnt, genauso überrascht wie die Story in Enderal. So, weil die Geschichte um Kalia, um Lishari, um Jasper und so weiter, Tarael, das mit der Ralata, die fand ich alle heftig. Die ganzen Nebenquests sind genauso krass wie die Hauptquest bis jetzt. Und mega gut geschrieben. Also wirklich, ich bin da überrascht. Ich bin so oft sprachlos, was sie sagen wollte, was sie gesagt hatte. Und hier merkt man aber auch im Gegensatz zu den meisten anderen Spielen deutlich mehr Liebe in den Details auch noch. Und ich hoffe auch, dass ich es hinkriege, wenn ich mein Spiel fertig entwickelt habe, dass ich da irgendwie manche Schichten gehen es genauso gut geschrieben kriege, die Story und so weiter. Ich habe zwar eine Story im Kopf, ich habe auch viele Details im Kopf. Die Frage ist, so kriege ich es auch genauso gut umgesetzt, so für mich jetzt persönlich. Denn ich würde es gerne gut umsetzen wollen. Und ja, okay, ich bin halt selber jetzt eigentlich eher Alleinentwickler, sagen wir so, für mein Spiel. Und hier war schon doch ein größeres Team mit bei. Und hier sind auch eigentlich viele Assets, so wenn ich genau schaue. So die ganzen Felsen und so weiter. Das sind auch alles eigentlich Assets. So, Bärchen ist da. Da ist ein Hirsch. Sind die Banditen da? Oder sind die noch immer tot? Hier liegt jemand tot. Okay, ich gehe aber weiter. Ich mag Musik. Warte mal, jetzt erkenne ich den Weg hier auch richtig. Hier sind wir ganz am Anfang mal. Haben das abgebrochen, weil hier irgendwie so ein, ich glaube, Säbelzahn oder Schneeleopard oder sowas war. Moment. Frostpassage. Da oben sind wir nie gewesen? Warum waren wir nie da oben? Vielleicht speichere ich einmal, bevor wir da... Ich glaube, wegen den Wölfen. Da hinten sehe ich, glaube ich... Askusarak. Hi!
steige ich hier nochmal ab? Wie war das nochmal? Kann ich hier absteigen? Eselchen, du bleibst bitte da. Du machst nichts. Stab des Feuerballs? Sterling-Führers? Nee, das will ich nicht. Da vorne ist aber auch noch ein Ahnengeist. Zwei Ahnengeister. Genau, bitte bleib da. Ist er tot? Okay, der ist jetzt schon tot. Dann, hä? So ging der jetzt daneben. So, was mit der? Okay, Eselchen. Vollschädel. Okay, Eselchen. Ich finde es aber super, dass Hel mich dafür bis jetzt noch nicht erschlagen hat, dass ich dann mein Eselchen nach ihr benannt habe. Feuersatz, Frostsatz, Genesungstrank, Malachiterz, Grünstreitkolben des Arkanzorns, Schlammelemente rufen, Schutzzirkel ein. Seelenstein, Silberstahldolch, ist 100 wert, massiver Schädel. Junger Schneewolf, ach, das ist mein junger Schneewolf. So, meine Pfeile nehme ich mit. Okay, dann sind wir jetzt hier auch mal gewesen, aber ich hatte gehofft gehabt, dass hier vielleicht nochmal ein schlechter von Ark sein könnte oder so. So, okay, dann waren wir jetzt hier. Jetzt müssen wir weiter nach Dünheim. Am Trolleimer vorbei. Eisplanke habe ich auf jeden Fall gesehen. Da liegt noch ein toter Wolf. Hier sind aber viele Windwurzel. Ich wollte schon fast Nierenwurzel sagen. Weil für mich sind das eigentlich Nierenwurzel. Natürlich chillt da noch ein Eistroll.
Ach, hey, ja, ich will nur vorbei, ja? Ich habe gerade keine Lust zu kämpfen. Ich will nur nach Dunheim. Diese Richtung, ne? Ich finde es aber auch krass, hier irgendwie gefühlt. Auf Enderal ist jedes Gebiet irgendwie einer Jahreszeit irgendwie zugeordnet. Und dann gibt es noch diese mystischen, also so mystisch wirkende Orte, wie Düstertal und Kristallwald. Auch ne, die Viecher sind wieder da. Einmal speichern. Ich kämpfe später gegen die nochmal. Ich nehme es. Ach, die sind auch wieder da. Natürlich. Warum denn nicht? Geben die auch irgendwann Ruhe? Okay, jetzt geben die alle Ruhe. Wie lange waren wir hier schon weg? Also, Black Panther ist da. Wo gehe ich hin? Ich will nach Dünheim. Ich muss nach Osten, nicht nach Westen. Questmarker ist falsch. Nein. Ich müsste eigentlich... Genau, hier. Hier entlang. Auch der Weg. An den Klippenstampfer, glaube ich, heißen die. Vorbei. Automatisch gespeichert. Ich bin aber auch ein bisschen froh, dass wir jetzt mit Eselchen unterwegs sind. Alterslage der Dünheimer Früchte AG. Die sind auch wieder da. Ist das eine neue Kampfmusik? Na doch nicht. Aber eine seltene. Hi, ich habe Besuch mitgebracht. So, da hinten ist doch noch ein Hüttensymbol. Die wir auch noch nicht waren.
glaube, die Hütte ist oben. Jetzt ist nur die Frage, wie kommt man da hin? So. Wo sind wir? Ach, das ist noch immer ein weiter Weg. Alles wieder da, was hier war. Natürlich muss hier auch noch eine Riesenspinne sein. Natürlich. Okay, da oben ist wieder so ein Turm. Okay, da mit den Türen finde ich jetzt krass, dass sie mir jetzt erst richtig auffallen. Ach, so ein Chaurus-Ding wieder. Dünheim? Wir sind schon fast da. Okay. Ach, das ist wieder so ein Verlorener. Besessener. Okay, aber jetzt müsste langsam Ruhe sein, oder? Wir sind ja jetzt schon fast da. In Dünheim. Genau vor den Toren. Und da ist wieder die Malfas-Statue. Jetzt, wo ich weiß, dass das Malfas ist. Eselchen hat einen Pfeil an der Hüfte. Okay, Pfeil ist nicht mehr an der Hüfte. Dünheim. Wo schon wieder? Na, alles im rechten Lot? Kann nicht klagen. Hast du es gehört? Kapitänin Rokio soll kürzlich hier angelegt haben. Angelegt? Woher kam sie? Neri. Sie hat den Erodan-Kanal durchquert und anscheinend hat sie keinen einzigen Mann verloren. Okay. Mut hat die Frau. Das muss man ihr lassen. Mut ja, aber das war's dann auch schon. Die Frau hat auch einen totalen Dachschaden. Halt die Ohren, Abschaum auf jedem Schiff. So viel zu tun. Zurückbleiben wir. Madam? Die wir hier stehen. Und Gottes. Okay, aber wo? Verschleierter Magier? Ja. Habt ihr was an den Ohren? Geht und sucht Aurora. Aber wo ist jetzt Esme? Müsste die nicht Esme in Dünheim aufsuchen? Ja. Keine Dummheiten. Aber wo ist sie? Krieg. Nach all den Jahrzehnten. Ihn auch nicht gut. Verzeiht. Ja, wo soll Esme sein? Hier in Dünheim? Guten Abend. Tealor Aranteal ist zurückgekehrt. Hoffen wir, dass er wie die Trochessa weiß, wo seine Machtgebiete sind und wo nicht.
Okay, die können genau das gleiche sagen wie die Ralata. Die Spuren, die wir hinterlassen, Esmendunheim aufsuchen. Die einzige Spur, die wir haben, ist eine Karte, die eine Ritualstätte in der Nähe von Dünenheim zeigt. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Wir sollten uns beeilen. Geht weiter. Okay, Questmarker zeigt jetzt nach da hinten. Wo ist Eselchen? Ich glaube, ich sehe sie schon. Heilige Scheiße, bist du bescheuert oder tust du nur so? Du solltest froh sein, wenn wir dich leben lassen. Jetzt gib uns diese beschissene Kette. Der Sonne sei Dank. Hey, hierher! Ja? Ich weiß, ihr seid sicher ganz scharf darauf, diesem armen Eterna-Mädel hier heldenhaft beiseite zu stehen, aber glaubt mir, das ist eine schlechte Entscheidung. Wir sind in der Überzahl. Wieso? Ich habe bereits mehr Männer getötet, als ich jemals ausgeraubt habe. Ihr sollt euch besser nicht mit mir anlegen, glaubt mir. Oh, wie furchteinflößend. Selber schuld, wenn die jetzt rausgehen. So, das habt ihr doch schon. Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Das hätte nicht passieren dürfen. Warum zur Henker bist du auf Vorgang? Kannst du denn nicht einmal eine Vereinbarung halten? Geht es dir gut? Gut? Ich glaube schon. Ich habe eine Weile auf dich gewartet und der Wirt, dieser Daljan, meinte, solange ich nicht zu weit von der Kaverne weggehe, sollte es sicher sein. Diese Kerle sind mir gefolgt und ich dachte immer, Enderal sei das einzige Land, in dem Eterner nicht verhasst sind. So kann man sich täuschen. Aber es gibt auch gute Nachrichten. Ja, welche? Ich habe mich in Dünenheim ein wenig umgehört. Und ein paar der Matrosen haben von einer Gruppe berichtet, die hier Halt gemacht hat. 7 Leute. Alle in graue Roben gekleidet. Tara? Ja. Sie haben für eine Menge Aufruhr gesorgt. Einer von ihnen hat wohl als großzügige Geste dem Schankwirt ein halbes Vermögen für ein paar Vorräte gezahlt. Das haben leider die falschen Leute mitbekommen, woraufhin sie versucht haben, sie zu überfallen. Versucht? Versucht. Eine Frau aus der Gruppe hat die Räuber mit einem Fingerschnippen unschädlich gemacht. Muss wohl eine Arkanistin gewesen sein. Sie sind noch einen weiteren Tag geblieben, an dem sie Vorräte gekauft haben und der reiche Mann nichts anderes getan hat, als sein Geld zu verschenken. Dann sind sie aufgebrochen, angeblich gen Norden. Wer denkst du war dieser Mann? Dein Messer? Ich könnte es mir vorstellen, ja. Dann sind sie wohl zur Ritualstätte gegangen. Wir sind auf der richtigen Fährte. Exakt. Und willst du das Beste wissen? Was? Hau raus. Das Ganze ist erst 2 Wochen her. Verstehst du? Tara war hier, vor 2 Wochen. Dann sehen wir zu, dass wir sie finden. Ich habe trotzdem kein gutes Gefühl bei der Sache. Ich sag mal das hier. Dann sehen wir zu, dass wir sie finden. Ja. Hier. Ich denke, da in etwa dürfte das Versteck sein. Es ist zum Glück nur ein kleiner Marsch, also sollten wir es heute noch schaffen. Gibt's hier was zum... Besonderes zum Looten? Okay. Ja.
Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir hier aber in der nächsten Folge weiter. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.